Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich und bin stolz, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich begrüßen möchte ich insbesondere als Organisatoren Frau Professor Haberer und Herrn Oberkirchenrat Bierbaum, die Sie beide eben mit hervorragenden Beiträgen hören durften. Außerdem möchte ich bereits jetzt Herrn Professor Hornegger, den frisch gewählten Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, begrüßen, Herrn Professor Dr. Arke Nitsche, Regionalbischof in Nürnberg, und Frau Dr. Anne-Kathrin Preidel, die Präsidentin der Landessynagoge der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Der Synode. Entschuldigung, mir ist Landessynode aufgeschrieben worden. Der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Das Germanische Nationalmuseum und die Friedrich-Alexander-Universität sind bewährte Kooperationspartner auf unterschiedlichen Ebenen und zu verschiedenen und verschiedenartigen Anlässen. Momentan läuft parallel zu Ihnen, ich weiß nicht, ob es sozusagen eher als freundlicher oder als feindlicher Akt gesehen werden könnte, eine Tagung der Arbeitsgruppe des Internationalen Museumsbundes SIDOC, in dem es, beteiligt die FAU in Erlangen, in dem es um Standards für die Digitalisierung im Museumsbereich gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob immer genügend hinterfragt wird, welche Standards man wirklich braucht und welche man nicht braucht, oder nicht doch zu häufig nur, wie man die Standards noch verbessert, was für sich genommen natürlich keine schlechte Frage ist. Zu den Kooperationen gehört aber auch die vorhin schon kurz erwähnte Kranach-Ausstellung, die wir gestern Abend eröffnen durften und bei der der ein oder andere von Ihnen schon zugegen gewesen ist. Ihr ging ein gemeinsames Hauptseminar meines Stellvertreters und des Fachbereichs für Theologie an der Universität Erlangen voraus, das sehr viel an Inhalten erbracht hat, die in die Texte der Ausstellung, die man über Audioguide hören kann, eingeflossen sind. Dass sich aber jetzt der Reformationsschwerpunkt mit einem aktuellen, gesellschaftlich hochrelevanten Thema auch aus theologischer und kirchlicher Sicht trifft und dass somit das Germanische Nationalmuseum auf der Folie der historischen Reflexion in hochaktuellen Diskursen zur Sprache kommt, ist ein neuer und interessanter Ansatz, für den wir besonders dankbar sind. Insbesondere mit der Kirche, ich sage das jetzt sehr allgemein, obwohl die Nürnberger Kirche da natürlich an erster Stelle zu nennen ist, verbindet das Germanische Nationalmuseum eine enge und intensive Mitarbeit. Der Verwaltungsrat des Museums, der den Generaldirektor oder die Generaldirektion zu kontrollieren hat, ist immer darum bemüht gewesen und wird dies sicher auch weiter sein, einen Vertreter der Kirchen, insbesondere der Nürnberger Kirchen, die zugleich wichtigster Leihgeber in unserem Hause sind. Nicht alles, was wir im Hause haben, gehört uns auch, in seinen Reihen zu wissen. Momentan ist es der ehemalige Landesbischof Friedrich, der sich leider für heute hat entschuldigen lassen müssen. Gute Zusammenarbeit hat sich aber auch mit dem Reformationsbüro und der Geschäftsführung dieses Medienkonzils ergeben. Auch dafür möchte ich aus meiner Sicht ganz herzlich Danke sagen. Wir freuen uns, Partner für den Medienempfang des Bayerischen Landesbischofs zu sein, der ja zugleich der Ratsvorsitzende der EKD ist, am heutigen Abend. Als Nationalmuseum, das Germanische Nationalmuseum trägt diesen Titel seit einem Beschluss des Deutschen Bundes im Jahre 1853, anderen Beschlüsse des Deutschen Bundes waren nicht so wichtig, haben wir uns immer mit gesamtstaatlichen Fragen, wie es heute Neudeutsch oder Verwaltungsdeutsch heißt, zu beschäftigen. Wichtigstes Ereignis unter theologischen Gesichtspunkten war zweifellos die Luther-Ausstellung, die mein Vorgänger 1983 hier im Hause einrichten hat lassen können, von der mir Fachleute zuletzt gestern Abend noch bestätigt haben, dass der damalige Katalog noch heute das Standardwerk für die Forschung ist und es wahrscheinlich auch nach dem Jahr 2017 noch bleiben wird. 2017 wird es gleich mehrere Luther-Ausstellungen
gegeben als ein Teil der nun nicht mehr Luther-, sondern Reformationsdekade genannten 10 Jahre in Berlin, was manche für die wichtigste Stadt im Leben Martin Luthers halten, in Wittenberg und auf der Wartburg, deren historische Bedeutung niemandem erklärt werden muss. In diesen beiden Orten, ist das Germanische Nationalmuseum mit Forschungen beteiligt, auf der Wartburg sogar mit der Leitung des Ausstellungsbeirats. Wir werden also diesmal nicht unbedingt alles nur hier ausstellen, sondern auch an anderen Orten. Das Germanische Nationalmuseum steht, und das passt eigentlich sehr gut in das Thema dieses Konzils, im Spannungsfeld zwischen den Begriffen digital und original. Ich versuche meinen Studenten in Bamberg immer zu erklären, dass sie nicht glauben sollen, dass erstens alles stimmt, was digital ist. Ich rede jetzt nicht nur von Wikipedia, sondern auch, dass sie nicht glauben sollen, dass das alles ist. Mir wird dann immer gesagt, ja, man recherchiert in unserer Bibliothek und in dem Katalog im Internet und findet ja die betreffenden Werke gar nicht, die gäbe es offenbar nicht. Und ich kann ja nur erklären, 650.000 Titel, die nimmt man nicht über Nacht auf. Man muss hinfahren, gucken und vielleicht auch tatsächlich das Original sich anschauen, nicht nur das originale Buch, sondern wenn man dann schon da ist, auch vielleicht das originale Werk. Das Foto als Voraussetzung vieler Digitalisate zeigt mir die Oberfläche. Was unter der Oberfläche ist, damit, das zeigt mir das Foto in der Regel nicht. Und Fotos, die es doch zeigen, Röntgenbilder, mit denen sich ein Museum auseinandersetzt, sind interpretationsrelevant. Sie lassen sich nicht ohne weiteres erkennen. Wer möchte schon in ein Restaurant gehen und statt des Steaks oder statt der fleischfreien Speise nur ein Foto davon vorgesetzt zu bekommen, mit dem Hinweis, das reicht doch für Sie als Gast, wir leben schließlich in einer digitalen Welt, den Rest machen wir im Restaurant nicht mehr. Ein Vergleich, der an der Universität schwerfällt und von vielen nicht geglaubt wird. Wir werden also uns immer wieder mit den Originalen beschäftigen. Digitalisate sollen Hilfestellung geben, nicht mehr und nicht weniger. Wir werden dies auch im Zusammenhang mit dem Jahre 2017 tun. Jetzt gerade haben wir die Frage der Medien im Zusammenhang mit der Malerfamilie Cranach. Auch diese Ausstellung wurde kurz genannt, bereits in den Fokus gerückt und werden dies 2017 mit dem Thema Kolumbus, Luther und die Folgen tun. Ein Thema, das die gewandelte Weltsicht um 1500 beleuchtet, bei der manche, die damals etwas Neues entdeckt haben, noch gar nicht gemerkt haben, dass es etwas wirklich Neues ist. Sonst hießen die Indianer nicht Indianer, denn man hat sie ja nach Indien verortet und meinte, man wäre auf der anderen Seite angekommen. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen, das man wissenschaftlich sicherlich sehr viel intensiver und prägnanter schildern kann. Medien aller Art sind auch das Thema des Germanischen Nationalmuseums und werden es in dieser Ausstellung werden. Die Arbeit des Museums verändert sich durch die Medien grundlegend, die Anforderungen werden neue und die Notwendigkeit, den Besuchern zu zeigen, nicht nur den Studenten, die ich eben nannte, wie wichtig es ist, sich mit den Originalen auseinanderzusetzen, wie lehrreich und folgenreich es ist, das Original zu sehen. Dies ist eines der Aspekte, unter denen wir viele unserer Ausstellungen präsentieren werden. Ich denke dementsprechend auch, dass das Thema der Ausstellung 2017 viele aktuelle Bezüge aufweisen wird und man ähnlich 1983 wieder mit neuen Forschungsergebnissen rechnen kann. Das Konzil jetzt ist eine gute Vorbereitung dazu, nicht weil Sie jetzt inhaltlich zu den Objekten diskutieren, die wir zeigen, die kennen wir zum Teil selber noch nicht. Sie sahen vorhin einige Grafiken von Lukas Cranach, der Papstesel, das Mönchskalb. Es gibt die Gegengrafiken auf katholischer Seite auch. Eine spannende Auseinandersetzung, die man durchaus diskutieren kann mit höchst aktuellen und schlimmen Ereignissen dieses Jahres, die aber nur ein Aspekt unter vielen sind. Das GNM fühlt sich für das heutige Medienkonzil
gerade durch diese inhaltliche Verbindung, und das beziehe ich nicht allein auf die genannten Grafiken, nicht nur als Raumvermieter, sondern als begeisterter Mitgastgeber. Wir freuen uns, in Ihnen neue Partner und Gäste gefunden zu haben, neue Gesprächspartner für diese Tage und die kommenden Jahre. Ich wünsche dem Konzil interessante Beiträge, weitere interessante Beiträge und Ihnen allen anregende Gespräche. Bei Licht auch einen Blick auf die beiden Originale, die wir im Raum haben, von Herrn Reuter und von Herrn Knaup in diesem Saal, den beiden ehemaligen Professoren der hiesigen Akademie. Einen kleinen spannenden Ausflug zu den beiden Cranachs, eigentlich sind es sogar drei, aber wir zeigen vornehmlich zwei, Lukas den Jüngeren, Lukas den Älteren, in unseren Ausstellungsräumen im Obergeschoss des Galeriebaus, oder um an den Papstesel vorhin anzuschließen, einen kleinen Ausflug zu den Monstern im Raum nebenan, wenn der Zeitplan Ihnen das zulässt. Herzlichen Dank, viel Erfolg, viel Spaß und vielen Dank für Ihr Kommen.